Es gibt keinen Grund, dass der Rat der Betrachter diese aufgeblasenen Säcke mich für die Einhaltung dieses Vertrags noch verantwortlich machen können. Ich bin frei. Frei, Yippie. Was ist jetzt zu tun? Den Teufel ihn ausmerzen. Jawohl, diese Bastarde verdienen den Tod. Aber zuerst werde ich mal etwas essen. Ihr habt keine Ahnung, wie hungrig ich bin. Der Betrachter braucht seine Kiste. Ich habe den Betrachter davon überzeugen können, mich einen Blick in die Kiste werfen zu lassen und habe Sekulas Zahl herausgeholt. Der Betrachter ist zu dem Schluss gekommen, dass es nur wenig Sinn macht, eine leere Kiste zu bewachen und ist ganz zufrieden davon geschwebt. Eigentlich kein übler Kerl. Ich bin bereit. So, Keldorn, entlarm uns mal bitte alle. Wenn ihr es wollt. Also ja, das war mal ein netter Betrachter, ganz ehrlich. Das wird Keldorn sein, der nicht vorbeigekommen ist und deswegen so langsam ist. Aber ja, viel gibt es zum Glück in der Stadt nicht mehr. Hat sich Keldorn eigentlich gerade geheilt oder habe ich mich verguckt? Beeinflussungsring. Ah ja, er hat einen Regenerationsring, stimmt. So, warten wir noch auf die restliche Gruppe. Bevor wir dann mit dem unteren Bereich der Stadt weitermachen können. So, ich mache hier mal einen Quicksave. Öffne die Türe. Saugin-Häuptling. Ihr habt die Kugeloberwächter. Das bedeutet nur, dass die höchstheilige Senetili sie euch gegeben haben kann. Sie hat uns eine Nachricht über eure Absichten geschickt. Möchtet ihr zum hochstehrwerten Vilianti gebracht werden, der uns gedient hat? Ich würde euch zu ihm bringen, Oberwächter. Ja, ich würde euren Prinzen gerne treffen. Sehr wohl, folgt mir dann. Er ist nicht weit von hier. Uns die Kreaturen der Oberwelt, von der wir schon so viel gehört haben, besuchen kommen. Sind das die, von denen eure Mutter sprach, Salintil? Sind es höchst ehrenwerter Vilinati? Die höchstheilige Senetili war sehr genau mit ihrer Beschreibung. Ha, ich denke nicht, dass die Beschreibung so genau hätte sein müssen, als ob es sich um jemand anderes handeln könnte, hässlich wie sie sind. Ihr Fleisch ist so bleich und schuppenlos, danke. Meine Haut hat vielleicht keine Schuppen, aber sie hat viel Sonne bekommen und gehen sehen. Glaubt, ihr könntet ebenfalls ein bisschen Sonne vertragen. Da riecht ihr vielleicht nicht so wie feuchte Wäsche. Aber eure grausige Gestalt bedeutet mir nur wenig und auch der Blödsinn, das euch angeblich Sekula geschickt hat. Wie Salintil und ihre Mutter so unerschütterlich glauben. Was aber eine Rolle spielt, ist die Tatsache, dass der verrückte Xitetokal euch Oberwasserwesen geschickt hat, um mein Herz zu holen. Er ist sich seines Sieges so gewiss, dass dass jetzt der geeignete Zeitpunkt zum Zuschlagen ist. Wir haben ein Herz, Oberweltmensch. Ein Herz, mit dem wir zu Xitetokal zurückkehren und es als Vilantis ausgeben können. Die Wachen der Stadt der Höhen werden unten sein und wir können zuschlagen. Greift keine Wachen an. Xitetokal würde sonst euren Verrat bemerken. Wartet auf die geeigneten Zeitpunkte und dann greift ihr den König und seinen Baron an.
Ich werde euch so rasch wie möglich zur Hilfe eilen. Sobald ich die Tetokal und Teokassil tot sind, werde ich den Thron der Stadt der Höhen besteigen. Der Verrückte wird endlich vernichtet sein. Und die Stadt der Höhen wird gerettet, wenn ihr verbranntes Blut wieder zurückkehrt. Ihr verbranntes Blut. Ja, ja, schon gut. Der Thron ist hier wichtig und sonst nichts. Also, Oberwasserwesen, ich will mal davon ausgehen, dass ihr zu intelligenten Überlegungen fähig seid. Stimmt ihr also diesem Plan zu, oder müssen wir uns einem sinnlosen Gemetzel hingeben? Muss es wirklich zu einem Massaker kommen, Sahugin? Eure Priesterinnen sprechen davon, dass das ganze Königreich euer Blut benötigt. Habt ihr nicht versucht, die Angelegenheit friedlich mit dem König zu regeln? Ihr seid auf Xetetokal getroffen. Was haltet ihr von ihm, haariges Wesen? Ich bin im Gegensatz zu ihm durchaus zu sinnvollen Gedanken fähig. Nein, es kann keine friedfertige Lösung geben. Der König ist verrückt, er ist nicht bereit, auf die Stimme der Vernunft zu hören. Und das wird sein Untergang sein. Der König hat mir eine Belohnung für euer Herz angeboten. Ist euer Angebot besser als seines? Werde ich frei sein, zu gehen, sobald das hier vorbei ist? Ich erkläre mich eurem Plan einverstanden. Ich werde mit eurem gefälschten Herz zum König zurückkehren. Ich traue euch nicht. Ich werde euch nicht in eurem Plan verstricken lassen. Ja, eigentlich will ich seinen Plan nehmen. Ich will euch aber mal kurz zeigen, was wir dadurch verlieren. Nein, tut das nicht. Halt, ich bitte euch. Es ist zu spät. Ihr und eure Mutter wart dumm, dass ihr diesen dürren, rosafarbenen Kreaturen vertraut habt. Rennt, wenn ihr nicht anders könnt, aber sie werden hier sterben. Ich warte. Zeit auferstanden. Und ja, wir sind nicht gerade unweit der Stadt weg. Das sollte nicht sein. So, haben wir mal kurz alle zu Klump. Gut. Schneller als Chick. Er hat nämlich eine Hellebardenklinge neben seinem Herzen. Und wir haben Silberklinge? Nein, wo ist er denn? Den Wellenschaft. Das ist das Gegenstück zu dieser Hellebarde. Das würden wir nur bekommen, wenn wir ihn töten. Deswegen laden. Auf die Hellebarde können wir gut verzichten. Auf sein Herz auch. Keine große Herausforderung. Ich wollte euch das nur mal zeigen, was wir hier verpassen. Außer ich könnte ihn vielleicht bestehlen. Wobei ich aber nicht glaube, dass da der Hellebardenschaft rauskommt. Ja. Ah, es scheint, dass uns die Kreaturen der Oberwelt, von der wir schon so viel gehört haben, besuchen kommen. Ich habe mich mal durchgeklickt, weil es ist wieder dasselbe. Wenn ich frei sein soll, gehen, sobald das hier vorbei ist. Natürlich. Wir sind eurer Art, haben hier ohne nichts verloren. Wir sind nicht wie diese bösartigen Drow, die selbst über jene herfallen, die ihnen zuvor geholfen haben. Nachdem Xetetokal kurt ist, werden die eure Belohnung erhalten. Dann könnt ihr die Stadt der Höhen verlassen und eure Reise in das Unterreich fortsetzen, wenn das euer Wunsch ist. Ja, könnt ihr die Angelegenheit nicht friedlich? Das hatten wir schon. Ja, ich erkläre mich einverstanden. Vielleicht seid ihr ja doch intelligent genug für ein Mitglied einer Oberwasserrasse. Nehmt dieses Herz und bringt es zu Xetetokal. Ich werde meine Streitkraft versammeln und mich auf den Angriff vorbereiten. Das ist die einzige Möglichkeit, unser Volk zu retten, Mensch. Ich bete darum, dass ihr wirklich das Geschöpf seid, das Sekula uns versprochen hat. Und dass wir alle erfolgreich sein werden. Jo. Das ist ein frisches Saugin-Herz. Mit einem, wie ich Glück würde, ist der König für das Herz des Prinzen halten. Ich warte. Ja, nun gut. Diese Treppe führt zu einer Grube, die vermutlich ins Unterreich hinabführt. Ihr habt jedoch keine Möglichkeit, in die Grube hinabzusteigen. Ein Seil wäre vermutlich hilfreich. Was ist nichts für die Avariel?
Ja. Jetzt können wir noch versuchen, ihn zu beklauen. Ja, verstanden. Habe ich ehrlich gesagt noch nie gemacht. Ja, ich sollte da schon irgendwas nehmen, was meine Diebeskunst höher macht. Weil Taschendiebstahl ist hier nicht so gut. Da haben wir doch Handschuhe für, oder? Den Ring und das Ding bräuchten wir mal kurz. Immerhin. So, das heißt, wir haben jetzt Taschendiebstahl 55. Ja, verstanden. Jetzt noch so ein. Okay, okay. Echt einfach. Echt einfach. Tatsache, wir haben die Hellebardenklinge klauen können. Wie gesagt, ich habe das noch nie versucht, weil ich noch nie auf die Hellebarde scharf war, weil sie eigentlich keiner bei uns benutzen kann. Aber sie einfach von ihm zu klauen, darauf bin ich jetzt noch nicht gekommen. Schutzformel gegen Kälte ist auch gut, wenn wir sie mal brauchen. Ja, die beiden Sachen konnten wir noch nicht identifizieren. Aber ja, dafür hat sich der Trank der Meisterdiebeskunst doch gelohnt. Dann mal rüber zum König. Obwohl, wir könnten beim Tempel die beiden Sachen identifizieren. Das wäre auch praktisch. Ja, Festung des Prinzen, königlicher Thronsaal, Ausgang aus dem Unterreich. Hey, dann erreichen wir auf jeden Fall heute noch das Unterreich. Sehr schön. Ja, was immer ihr wünscht. So, identifizieren. Hellebarde der Wellen. Schutzumhang der Geisterschild. Ja, wenn ich den BW benutzen würde. Aber das macht der Ring genauso. Umhang des Schildes. Kanalisationsumhang. Sternenmantel. Umhang des Schildes. Ja, ich kann den halt niemandem geben hier von denen, weil die alle besondere Rüstungen tragen. Immerhin ist da auch schon. Zauberring und Ring der Klugheit. Dann kriegst du den, Harry. Tja, es ist halt die Sache. Der ist nicht unbedingt toll, der Umhang.